BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Das Verwaltungsgericht in Sigmaringen hat den Eilantrag des Tübinger Regierungspräsidenten Jörg Schmidt gegen seine Amtsenthebung abgelehnt. Schmidt, der von der SPD vorgeschlagen worden war, sollte als politischer Beamter in den einstweiligen Ruhestand versetzt und durch CDU-Mann Klaus Tapeser ersetzt werden. Er hatte dagegen Widerspruch eingelegt mit der Begründung, dass ein Regierungspräsident kein politischer Beamter sei. Jetzt muss das Innenministerium über Schmidts Widerspruch entscheiden. Das soll in den kommenden Tagen geschehen. Besteht das Innenministerium weiterhin auf Schmidts Entlassung, kann dieser beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim Widerspruch einlegen. Heute hatte Schmidt zusammen mit dem Reutlinger Landrat Thomas Reumann die Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen besucht, um sich ein Bild über die Fortschritte bei der Integration junger Flüchtlinge zu machen. Denn vor allem Berufsschulen sollen die nächste große Herausforderung stemmen helfen. Wie können die, die aller Voraussicht nach bleiben dürfen, in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt vor Ort integriert werden? Ein Fazit: Bis die Menschen tatsächlich im Arbeitsmarkt sind, wird es länger dauern als gedacht. Die Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen. An dem Berufsschulzentrum lernen und arbeiten rund 3000 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Reutlingen. Rund 140 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in 8 verschiedenen Schularten. Seit April kommen jetzt hier noch 15 Klassen mit insgesamt 270 jugendlichen Flüchtlingen im Alter von 15 bis 20 Jahren hinzu. Das Ziel: Sie sollen durch die hier angebotenen sogenannten WABO-Sprachkurse fit für eine selbstbestimmte und gesellschaftlich integrierte Zukunft in Deutschland werden. In den Sprachklassen geht es zunächst natürlich einmal darum, dass sie in 1, 1,5 oder 2 Jahren möglichst gut eine sprachliche Basis bekommen, um anschließend einen Beruf lernen zu können. Die sprachliche Basis ist das A und O, überhaupt eine Ausbildung beginnen zu können oder einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Die Flüchtlingszahlen sind zurückgegangen, das heißt diese Hektik der Anfangsmonate, dass wir einfach Menschen unterbringen mussten erstmal, das ist vorbei, das läuft bei uns jetzt alles im Regelbetrieb. Die Startbedingungen sind dabei denkbar unterschiedlich. Sie reichen von akademischer Vorbildung bis hin zu Analphabeten. Insgesamt, so Schulleiter Horst Kahn, gingen die Herausforderungen, die erst in den Sprach- und später Ausbildungsklassen unter dem Stichwort der Integration geleistet werden müssten, erfahrungsgemäß weit über das einfache Erlernen der Sprache hinaus. Die Herausforderungen beginnen eigentlich mit den sogenannten Sekundärtugenden. Das heißt, eine Zeitangabe ist nicht vormittags oder nachmittags, sondern in Deutschland eben minutengenau. Wobei die Schwierigkeiten, was beispielsweise die Pünktlichkeit anbelangt oder die Regelmäßigkeit der Schulbesuchspflicht, natürlich auch mit der Unterbringungssituation zusammenhängt. Wenn die Schüler in Sammelunterkünften untergebracht sind, dann haben die halt auch oft die Schwierigkeit, dass sie nachts nicht zur Ruhe kommen. Ein nicht ungewöhnliches Problem: die in den Herkunftsländern der Flüchtlinge ungewohnte und hier gleichberechtigte Rolle von Frauen und Mädchen. Wenn Sie bei uns ins Lehrerzimmer schauen, dann sind 80% der Lehrer in Anführungszeichen sind Lehrerinnen. Und in den Sprachklassen haben wir davon einen Spiegel davon. Und vor allem für junge Frauen, die in den Sprachklassen unterrichten, ist es manchmal schwierig, dort die entsprechende Autorität und die Lehrerrolle darzustellen. Für den Landkreis, der für die Durchführung der Klassen verantwortlich ist und dessen Landrat Thomas Reumann, sind die jetzt auf die Beine gestellten Klassen erst der Anfang der in den kommenden Jahren bevorstehenden Arbeit. Also insgesamt gibt es 19 dieser Klassen. Wir werden in den kommenden Monaten 11 weitere Klassen in den Berufsschulen des Landkreises aufmachen. Die Lehrer stellt das Land über entsprechende Stellen zur Verfügung. Damit die angestrebte Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt tatsächlich gelingt, braucht es aus Sicht der Verantwortlichen jenseits der jetzt bestehenden Möglichkeiten noch weitere politische Akzentsetzungen. Wenn ich mir dort anschaue, dass es oftmals Arbeitgeber mir sagen, es scheitert daran an Mindestlohnregelungen, an bürokratischen Hemmnissen, dann glaube ich, müssen wir das nochmal selbstkritisch hinterfragen, ob wir da nicht abbauen können, um die Hemmnisse abzubauen, um unbürokratisch die Menschen möglichst früh auch mit dem Arbeitsmarkt in Berührung zu bringen. Die Abschaffung des Mindestlohns für Anfänge in Job und Praktika, die geringer bezahlt sind als vorgeschrieben, gelten indessen als heiße bundespolitische Eisen, die bereits vor einigen Monaten am Widerstand der Bundes-SPD und der Gewerkschaften gescheitert sind, die einen neuen Billiglohnsektor befürchten. Insgesamt, so die Erkenntnis hier, werde es viel länger als erwartet dauern, im Schnitt 5 bis 8 Jahre, bis die jungen Flüchtlinge hier im Arbeitsmarkt sind.
In Munderkingen ist am Mittwoch ein 6-jähriger Junge tot aufgefunden worden. Sein Vater wurde vorläufig festgenommen. Zeugen sahen durch ein Fenster Vater und Sohn reglos auf dem Bett liegen. Sie verständigten die Polizei. Die fand im Schlafzimmer den 6-jährigen tot im Bett. Der 42-jährige Vater lebte. Im Zimmer stand ein Holzkohlegrill. Wegen des Verdachts auf eine Vergiftung wurde der 42-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Er wurde außerdem vorläufig festgenommen, da er im Verdacht steht, für den Tod seines Sohnes verantwortlich zu sein. Urkundenübergabe im Werkforum der Firma Holzem in Dotternhausen. Der Geopark Schwäbische Alb wurde im November des vergangenen Jahres als UNESCO Global Geopark anerkannt. Aus diesem Anlass ehrte die UNESCO den Zollernalbkreis und zwei darin gelegene Geopark-Infostellen, nämlich das Werkforum in Dotternhausen und das Museum im Kräuterkasten in Albstadt-Ebingen. Als Geoparks werden Landschaften ausgezeichnet, die ein herausragendes geologisches, archäologisches und kulturhistorisches Erbe besitzen. Die Auszeichnung als Geopark ist keine Schutzkategorie, sondern ein Gütesiegel. Aufgabe ist es, dieses erdgeschichtliche Erbe für Menschen erlebbar zu machen. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Das Wetter am Freitag ist etwas freundlicher. In Teilen des Landes kann es aber nach wie vor zu Schauern kommen, vor allem rund um die Schwäbische Alb, in Oberschwaben und am Bodensee. Am wärmsten wird es in der Kurpfalz, dort sind 21 Grad zu erwarten. In der Landeshauptstadt sind es 18 Grad und auf der Schwäbischen Alb maximal 14 Grad. Am Samstag Sonne im ganzen Land, örtlich und zeitweise mit leichter Bewölkung. Dazu Temperaturen bis 25 Grad am Oberrhein, bis 22 Grad in der Landeshauptstadt und bis 18 Grad auf der Schwäbischen Alb. Sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de